Und willkommen zurück zur zweiten Folge des zweiten DLCs, das Schattenerbe. So Leute, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was rausgefunden. Es gibt hier einen Orkan und ja, ist anscheinend hier, der die ganzen Leute terrorisiert und das wird, denke ich mal, auch unser Ziel werden hier in dem DLC. Und ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Genau. So, wir haben schon wieder einen Hinweis bekommen auf den Ältesten. Und ich denke mal, der wird auch hier unten sein bei den Kultisten. Kult des Kosmos. Ja, genau. Das sind die Alten praktisch. Und hier oben haben wir schon wieder neue Älteste. Ah, 45 ist aber nicht hoch. Hätte ein bisschen mehr erwartet für den Endboss. Aber okay. Können wir... Rios Festung, genau, in Achaia. Genau, das sind ja 1, 2, 3, 4 Hinweise, glaube ich, müssen wiederholen. Genau, alles klar. So, dann schauen wir mal auf die Quest. Wir haben ein bisschen was bekommen in der letzten Folge noch. Genau. Enttarn und eliminiere den Orden des Sturms. Da gibt es richtig geile Sachen. So, okay. Schattenerbe. Sprich mit Kleta über den Orkan. In Bura gehe Partei nach. Könnten wir eigentlich... Achso, das ist nochmal zusammengefasst hier. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich hier Nebenquest verloren. Sprich mit Kleta in Bura ist... nicht so weit entfernt. Machen wir das gleich. Haben wir hier noch was? Hier haben wir was. Ah, wieder so ein komisches Rätsel da. So, okay. Wir schauen mal auf Schiffsinventar. Vielleicht gibt es da vielleicht irgendwelche Sachen wieder. Nö, gibt's nicht. Okay. Gut, wir haben markiert, wir gehen los. Also rein von den Ältesten ist er, glaube ich, einer weniger jetzt. Also geht's vielleicht gar nicht so lang, das DLC. Aber okay. Wird auch noch einiges rauskommen in nächster Zeit. Die schieben gut Updates nach, muss ich sagen. Dass im Jahr nicht langweilig wird. Weiches Leder. Noch Wölfe. So, sind wir eh schon da. Bitte? Wie bitte? Da haben wir wahrscheinlich den nächsten Hinweis. Der nächste nicht verfolgtes Ziel. Ich bin da. Eantid ist der Stolze. Was habe ich getan, dass ich deine Geschenke verdiene, mein Freund? Okay, sprechen wir mit der hier gleich. Eine enge Gasse. Schere Kletter. Du bist gekommen, Söldling. Dank dir sind diese Leute sicher. Sag doch, Cassandra. Sieht aus, als würden sich die Gestrandeten gut eingewöhnen. Die Ressourcen sind knapp.
Aber wir kommen mit dem klar, was wir haben. Diese Leute können nirgendwo hin. Schiffbrüchig, allein, fern der Heimat. Ich versuche ihnen ein wenig Trost zu spenden. Es spricht nichts gegen Unbehaglichkeit. Sie ist sogar besser. Das ist ein Prinzip der Ausbildung zum Spartiaten. So werden sie zu furchtlosen Kriegern. Du erinnerst mich an meine Tochter. Sie strebte immer danach, besser zu werden. Und größer. Wir alle haben etwas an uns, das sich noch verbessern ließe. Diese Leute werden an ihre Grenzen gehen müssen, wenn sie dem Orkan entkommen wollen. Ihre Truppen überwachen alle Schiffe von und nach Achaea. Und ihr Würgegriff um diese Insel wird mit jedem Tag fester. Wir müssen sie herausschaffen. Wirst du mir helfen, Cassandra? Ich helfe euch. Was soll ich tun? Es wird nicht leicht, Achaea zu verlassen. Aber ich habe mit ein paar der Gestrandeten einen Plan ausgeheckt. Finde Orontas. Er beaufsichtigt die Felder. Er kann dir Informationen geben. Okay, machen wir jetzt aber nicht. Wir haben dort hinten jemanden. Und den wollte ich mir jetzt schnell mal snacken. Aber es tut, dass die Zeit abgelaufen ist. Die ist noch lange nicht abgelaufen, mehr jung. Hier wäre auch schon mal. Nehmt die Gestrandeten im Bora gefangen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dort Fuß fassen. Ich frage mich, ob Kletter davon weiß. Okay, dann haben wir die... Der Orkan hat hier großen Einfluss. Die zweite... Ich muss mehr erfahren. Oder den zweiten Hinweis. Gibt's hier noch was? Muss eigentlich alles gewesen sein? Nee. Einer ist hier noch da, den machen wir noch schnell down. Okay. Und dann machen wir dich da hinten weiter. Oh, hier haben wir jetzt. Sorry, Leute.
ganz vergessen, Facecam einzuschalten. Voll lauter Zocken hier. Und gut, dann machen wir gleich hier weiter. Hier muss irgendwo unsere Kontaktperson sein. Ich sehe, die ist auf den Feldern. Schauen wir mal, ob der so einen Plan geschmiedet hat. Söldling, sag mir, und das? Kann es etwas Schöneres geben? Die Ruhe, der Frieden, die Freuden eines einfachen Lebens. Das Söldnerleben ist genau das Richtige für mich. Ich bin gern beschäftigt. Wenn das so ist, willkommen in Bura. Was führt dich nach Achaea? Ich habe viele Meere überquert, Söldling. Die Blockade bedeutet eine Zwangspause meiner Handelsreise, aber Kletter gab mir ein Dach über dem Kopf. Wenn man so viel durchgemacht hat wie ich, wenn man die grauenhaftesten und tosendsten Stürme überstanden hat, lernt man die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Wie Bura. Hier könnte ich Wurzeln schlagen. Mein Gott, der hat die Ruhe weg, ey. Doch diese ruhigen Zeiten wären nicht ewig. Jeder Frieden ist teuer erkauft. Man muss ihn würdigen. Genauso sehe ich das auch. Kletter schickt mich. Du hast deine Schiffe verloren? In der Tat. Wir leben in unruhigen Zeiten, Söldling. Achaea wird von Tag zu Tag gefährlicher. Und wir müssen fliehen, solange wir noch können. Ich habe den Plan ausgiebig mit Kletter besprochen und... Sucht weiter! Wachen. Die Wachen wurden verstärkt. Ich habe ihre Aufmerksamkeit in der Festung auf mich gezogen. Sie suchen Gestrandete. Sie dürfen unseren Frieden nicht stören, Söldling. Erledige sie leise, wenn du kannst. Ich führe Kletter und den Rest in höhere Gefilde. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die leise erledigen kann. Ich kann sie auch laut erledigen. Ich muss sie aufhalten, bevor sie das Dorf erreichen. Noch einer. Durchkämpft die Felder! Dreht jeden Stein um, wenn es sein muss! Wir können nicht mit leeren Händen zurück! Jetzt treffe ich den nicht. Was ist denn los, Digga? Spur von den Soldaten. Ist hier noch einer? Ah, da oben sind noch welche. Zu Pferden. Ja.
Okay, scheint es geschafft zu haben. Okay, jetzt runter ist zurück. Söldling, du warst siegreich. Weil wieder redet. Danke, Cassandra. Ich wusste, dass sie kommen würden, aber nicht so bald. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Sag mir, was zu tun ist. Wir brauchen Schiffe, um die Ägäis zu überqueren. Die Schiffe, mit denen wir kamen, wurden uns bei unserer Ankunft in Bura vom Vorarbeiter des Hafens abgenommen. Vielleicht lässt sich mit dem Vorarbeiter verhandeln. Jo, mit Sicherheit. Jetzt habe ich Zeit, um euch zu helfen. Ich kann mein Schwert verhandeln. Dann sollten wir dich in Sachen Vorarbeiter auf den neuesten Stand bringen. Ich höre. Ein komischer Kauz. Gerüchten zufolge sucht er häufig eine Taverne in Pelene auf und trinkt, als wollte er unentwegt die Onyssos ehren. Angeblich ist er auf Söldner nicht gut zu sprechen. Ich kann Menschen für mich gewinnen. Ich bin sicher, du hast da deine Methoden. Meine Tochter, sie hat das Wasser immer geliebt. Als Mädchen wollte sie immer ans Ruder, wenn wir aufs Meer hinausfuhren. Als sie älter wurde. Ich frage mich immer noch, ob sie je zurückkommen wird. Es gibt doch einen Grund, warum du mir von deiner Tochter erzählst. Ach, meine Fehler. Jetzt ist sie Schiffsführerin der Skylla. Deine Tochter ist der Orkan? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Ich habe sie zu sehr bedrängt, zu weit getrieben. Und jetzt bleibt sie vielleicht für immer fort. Es muss wehtun, zu erfahren, was aus ihr geworden ist. Sie ist zu weit gegangen. Sie hat zu viel Leid gebracht. Wir haben keine Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Orontas braucht unsere Hilfe. Ich gehe nach Pelene und mache mich nützlich. Chere, Cassandra. Es gibt doch noch ein Drama, ey. Das weiß ich doch jetzt schon. Ich sollte nach Pelene. Und den zweiten Hinweis. Okay, sicheres Geleit. Gut. Das Ganze da unten. Okay, reiten wir doch mal.
Der säuft. Der Wein! Hier ist der Mann, den wir suchen, Söldling. Jere, Jere, mein Freund! Dich kenne ich doch. Ich habe dir deine Schiffe abgenommen, oder? Im Hafen! Wir sind hier, um die Schiffe zurückzuholen. Warum? Hätte ich fast gefragt. Aber dann fiel mir wieder ein, das kratzt mich nicht. Weil du ein Söldling bist. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Trinken wir, aber ohne den Söldling. Und du, stich in See. Oh, stimmt ja, das kannst du nicht. Vielleicht ist es leichter, dich und deine Mannschaft abzumurksen und uns die Schiffe einfach zu nehmen. Siehst du, deinesgleichen dürstet ständig nach Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung, Söldling. Deshalb hasse ich Söldner. Sie glauben, alles ließe sich mit Gewalt lösen. Ich bin immer noch hier. Schön, beruhige dich. Wenn wir uns einigen wollen, müssen wir es tun wie zivilisierte Menschen. Also, was schlägst du vor? Dir zu helfen würde mich mehr als meinen linken Arm kosten. Wenn ich es wagen soll, den Zorn des Orkans zu wecken, müsste schon ordentlich was für mich rausspringen. Angeblich gibt es in der Schiffswrackbucht nicht weit von hier Schätze zu finden. Und Drachmen brauche ich immer, wenn du verstehst. Mit Drachmen kann man Wein kaufen. Ja, 50.000 ist die... Ich werde mich in der Schiffswrackbucht nach diesen Schätzen umsehen. Denk dran, Söldling. Ich nehme kein Müll. Meine Holde, Füße, mein. Okay. Gut, schauen wir doch mal. Finde und beschaffe wertvolle Beute aus der Schiffswrackbucht. Was ist hier? Hier befinde ich in Achaia. Achaia ist da, passt. Im Norden der Plündererküste solltest du fündig werden. Das ist auch hier oben. Schätze können sowohl an Land als auch im Wasser gefunden werden. Okay. Sehr schön. Dann legen wir uns noch gleich mal unseren Stab des... Ah, der ist schon angelegt. Den brauchen wir, Leute. Können wir unendlich tauchen. So weit weg. Da brauchen wir wahrscheinlich mehr. So, eins. So, Schiffswrackbucht ist 249 Schmiede. Dann gehen wir doch mal da hinten hin. Ah. Oh, stimmt, das war ja, da haben wir mal ewig nach einem Schatz gesucht. Das weiß ich noch. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit weg. Da wäre ich. Gefunden. Da ist es. Ich bin da. Alter, wie viel gibt's denn hier? Danach habe ich gesucht. Gefunden. Okay, gibt's einiges zu holen. Machen wir, Papa macht alles. So, dann gehen wir doch erstmal hier vorne rein. Ha.
Okay. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut, weil ich nämlich denke, dass es ein bisschen länger dauert, bis wir alle Schätze gefunden haben. Schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ihr wisst ja, ein Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, genug gequasselt. Schaut auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder rein. Ich werde ja schauen, dass ich täglich eine rausbringe, eine Folge. Und ja, dann seht ihr natürlich auch, wie es weitergeht hier in dem DLC. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.